aus ökologischer Sicht spricht viel dafür, sie stehen zu lassen, weil von ihnen immer eine Schutzwirkung ausgeht und sie auch später als Totholz noch wertvoll sind. Abhängig von den Umständen kann man größere Flächen ab einem Hektar auch als Dürrständer stehen lassen. Das ist gut, wenn man darunter neue Bäume pflanzen möchte. Die werden dann durch die alten Bäume geschützt.